Die Fliedner Fachhochschule ist ja eine Fachhochschule für Gesundheits- und Pflegeberufe, für die Elementarpädagogik, Kindheitspädagogik und für die soziale Arbeit. Und die Fliedner Fachhochschule bietet ihren Studenten Studiengänge, in denen die Studierenden sicher sind, wenn sie einen Abschluss haben, dann bekomme ich auch einen Arbeitsplatz, weil in all diesen Arbeitsfeldern dringend Fachkräfte benötigt werden. Die Atmosphäre ist super familiär. Also wir haben hier echt, man kann mit jedem sprechen, egal ob Studenten oder Dozenten und Professoren. Es fängt an bei dem Ort. Das ist ein Ort, der Lernen begünstigt. Hier ist einfach eine großartige Atmosphäre in den Räumlichkeiten. Vor allen Dingen ist der Student, die Studentin hier keine Nummer, sondern ich kann wirklich sagen, sie wird als Mensch gesehen. Ich habe mich von Anfang an direkt sehr wohl gefühlt, weil man durch Tutoren oder auch Dozenten direkt Ansprechpartner hatte und wir uns in der Gruppe auch direkt sehr wohl gefühlt haben. Ich habe bis heute zu den Menschen, mit denen ich hier studiert habe, sowie mit den Professoren ein sehr enges Verhältnis. Wenn man eine berufliche Qualifikation hat und möchte aufsteigen, dann gibt es in der Pflege insbesondere, aber auch in anderen Berufsfeldern, die Notwendigkeit, sich weiter zu qualifizieren. Und diese Studiengänge, die finden hier berufsbegleitend statt. Wenn ich hier morgens hinkomme, dann komme ich mit einem sehr guten Gefühl, gerade auch, weil es eine sehr schöne Abwechslung zum Arbeitsleben ist. Dadurch, dass ich selber eben auch einen Mann im Schichtdienst habe, ein Kleinkind zu Hause habe, war das von der Versorgung her wunderbar zu managen und auch zu organisieren. Ja, und dann habe ich zur damaligen Zeit genau die richtige Entscheidung getroffen. Und ich kann sagen, ich bin angekommen. Ich bin auch in der Pflege angekommen. Es gibt uns ja 6 Jahre. Mit 100 Studenten haben wir begonnen und hatten jetzt zum Wintersemester 1200 Studierende. Ich würde sagen, dass wir doch als Lehrende mit einer größeren Begeisterung unterwegs sind in den Seminaren, dass wir versuchen, die Studierenden zu erreichen, zu begeistern. Die Seminare sind, also da wir ein sehr kleiner Kurs sind, sehr angenehm, also ein bisschen wie in einer Klasse früher, in der Schule auch, so dass wir quasi, dass alle Fragen immer beantwortet werden können und wir uns halt auch auf Prüfungen und den weiteren Lebensweg gut vorbereitet fühlen. Tatsächlich hatte ich vor der ersten Klausur sehr große Angst, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Die wurde mir allerdings schnell auch genommen, dadurch, dass man durch die Dozenten oder halt durch die Lerngruppen noch mal etwas intensiver lernen kann und noch mal etwas individueller auf die Inhalte schauen kann. Ich bin auch Mitglied des Studierendenrates und wir sind natürlich auch für die Partys hier an der Fachhochschule zuständig. Aber vor allen Dingen ist halt ganz wichtig, dass wir auch ernst genommen werden. Und wir arbeiten echt ganz eng zusammen mit der Direktorin. Wenn zum Beispiel neue Professoren oder Dozenten eingestellt werden, dann sitzen wir auch mit in der Berufungskommission und haben auch eine Stimme, die wir abgeben dürfen, ob wir dafür oder dagegen sind. Fachkräftemangel, man hört es immer wieder, ist sehr hoch und von daher ist es auch ganz wichtig, dass man adäquat Nachwuchs entwickelt und fördert und da ist man hier an der richtigen Stelle, definitiv. Ich blicke optimistisch in die Zukunft, weil ich denke, dass wir hier gut vorbereitet sind, gerade auch in meinem Studiengang, dass wir einen guten Theorie-Praxistransfer haben. Also wir sind ja wirklich hier in der Theorie und dann haben wir zwischendurch immer wieder Praktika, wo wir im Krankenhaus oder in unterschiedlichen Settings eingesetzt werden. Und da werden wir einfach gut auf die Zukunft vorbereitet und können dann direkt starten.